Tipp Nummer 6. Das ist eigentlich ein Tipp, ja, der ist ein bisschen speziell, weil es geht einfach nur um die richtige Einschätzung der Immobilie. Es ist so, ich werde mal vielleicht das unten verlinken. Es gibt ja dieses typische Bild. Eine Immobilie sieht das Finanzamt als Schloss, der Eigentümer selbst als das Haus selber, wie es ist, und die Bank als ja, eine Baracke, die abbruchreif ist. Dieses Problem oder diesen Effekt haben wir auch ganz oft dabei, wenn ein Eigentümer am besten seit 20, 30, 40 Jahren im Familienbesitz das Objekt hatte und immer alles gepflegt hatte und ja, quasi immer noch jedes Wochenende da vor Ort war, um nach dem Rechten zu sehen und Unkraut zu zupfen und wirklich viel, viel, viel dafür getan hat. Und wenn es dann zum Verkauf steht, dass die dann oft eine Vorstellung haben, wo diese emotionale Part mit drin steckt. Und das ist oft sehr schwierig, weil der Markt bezahlt den emotionalen Part nicht. Der Markt hat, oder es gibt einen Marktpreis und es gibt danach nicht mehr viel. Ich habe noch einen Liebhaberpreis, den muss ich aber erstmal finden. So, und oft ist es schwierig, bei ja, sehr gepflegten, im Familienbesitz lange Zeit gehaltenen Objekten, wo am besten jede Schraube und jeden Handwerkereinsatz noch der Eigentümer selber begleitet dabei, die tun sich echt schwer damit, die Immobilie fair einzuwerten. Da haben wir oft das Problem oder die Herausforderung, dass wir davon überzeugen müssen, was ein neutraler und optimaler Marktpreis ist. Es gibt ja auch noch dazu diese, ja, wie soll ich sagen, diese Internetfirmen, die gerne diese Online-Rechner darstellen, die dann auf einmal eine Immobilie 100.000 mehr bewerten, um einen Auftrag zu kriegen. Auch mit denen wird man oft nicht glücklich, weil es gibt nur den Marktpreis. Und was der Markt hergibt, das können wir sehr genau sagen. Wir kennen den Markt in- und auswendig hier. Unsere Region, das ist unsere Westentasche, die kennen wir bestens. Da können wir ganz genau sagen, zu welchem Preis es realistisch ist, zu welchem Preis wir in welchem Zeitraum vermarkten können. Das können wir Ihnen ziemlich sicher sagen, weil wir einfach unser Gebiet einfach kennen. Das ist unser Job. So, wenn ich davon abweiche von dem Preis, nach oben wird es immer schwerer. Es geht auf jeden Fall längere Vermarktungszeit und ich habe noch ein zweites Problem dabei. Selbst wenn ich einen Käufer finde, der dann sagt, okay, ich zahle diesen Mehrpreis noch dazu, muss ich auch noch eine Bank finden, die das dann begleitet. Weil oft habe ich das Problem, dass die Bank dann eben auch sagt, aber Objektwert real ist das. Das heißt, ich habe auf einmal so ein Gap und dieses Gap kann ich nur auffüllen durch mein Eigenkapital. Und wenn das der Interessent nicht hat, habe ich keinen Käufer mehr. Ne? Dann ist wieder, es zerplatzt, wie gesagt, Fugazi. Ne? Damit habe ich nichts. Nützt mir also nichts. Ich habe lange Vermarktungszeiten. Wir sagen, ein Objekt ist immer noch tot inseriert, weil ich habe immer nur eine spezielle Gruppe, die sich für das Objekt interessiert. So, die haben es immer alle gesehen. Und je länger es drin steht, umso größer wird immer der Zweifel. Warum ist es so lange online? Hat das einen Mangel? Hat das vielleicht einen Makel oder ein großes Problem, was ich vielleicht nicht erkennen könnte oder nicht erkannt habe? Und das sorgt immer dafür, dass das Objekt, je länger es auf dem Markt ist, je länger es ist, wir sagen mal, es wird einfach tot inseriert. Es gibt ein paar Tricks, gar keine Frage. Man kann das Objekt rausnehmen. Ganz wichtig, nicht sofort wieder einstellen, dann kommt es in derselben ID wieder rein. Wenn man ein Paket hat bei ImmoScout, einfach nochmal komplett neu einstellen mit einem neuen Slot. Dann kommen auch die neue E-Mail-Benachrichtigung raus. Ist ein Trick, Fotos austauschen, die Reihenfolge ändern. Oft ist das so, wir machen bei den Fototermin, ich weiß nicht, 100, 200 Fotos. Wir nehmen aber immer nur 10, 15 Stück rein. Dann die rausnehmen, dafür Ersatzfotos nehmen. Wie gesagt, unbedingt Reihenfolge ändern. Titelbild ganz wichtig, unbedingt ändern und so weiter. Aber trotzdem, das Objekt, es hat dieselbe Lage, dieselbe Postleitzahl, dieselben Eckdaten, also dieselbe Wohnfläche, dieselbe Preis. In der Regel sind die Leute selten dumm. Das heißt, es fällt oft auf, dass dasselbe Objekt ist, nur halt ja, einmal von links auf rechts gedreht ist. Ne? Daher, es ist oft schwierig, wenn man nicht einen marktgerechten und sachgerechten Preis nimmt. Ne? Andererseits haben wir auch das Gegenteil. Wo wir jemanden haben, der sagt, das Objekt habe ich schon Ewigkeiten, das Objekt ist vielleicht auch nicht im besten Zustand, das habe ich vernachlässigt, weil mein Fokus woanders liegt oder wie auch immer.
Und dann sagen die dann, ach, so viel kriege ich noch für das olle Ding. Also sowas haben wir auch ganz oft, dass man einfach sagt, okay, wäre der Verkauf, hätte jemand das persönlich selber vorgenommen, hätte der ohne weiteres viel Geld nicht erzielt, weil er einfach gar nicht bewusst ist oder bekannt ist, dass vielleicht in den letzten 30 Jahren der Immobilienmarkt ja ordentlich zugelegt hat. Und der hat einfach nur die Preise von vor 30 Jahren zum Kauf drin, am besten noch die D-Mark-Preise. Und ja, auf einmal irgendwie 100.000 Euro weniger selber aufruft oder als eigenen Wunschpreis angibt, wo man feststellt, okay, aber da ist ja noch viel Luft drin. Ne? Also das heißt, was ganz wichtig ist für uns, die Bewertung oder Einwertung des Objektes. Ne? Und es nützt echt nichts. Es nützt keinem was, wenn ich das Objekt zu hoch bewerte. Was habe ich denn davon? Enorm viele Anfragen, enorm viele Besichtigungstermine. Und bei Besichtigung, wir sagen immer, wenn ich 10 bis 20 Leute durch hatte, dann machen wir so eine kleine Feedback-Runde mit den Eigentümern und sagen so, pass auf, jetzt habe ich so und so viel Prozent sind abgesprungen, weil das und das. Man kann daraus schon so ein bisschen ableiten, habe ich irgendwas vielleicht falsch eingeschätzt? Habe ich irgendwas, wo ich nachbessern muss? Muss ich eventuell nochmal irgendwie was nachschärfen? Kann ich was verändern? Muss ich was verändern? So, und daher wäre es also ganz wichtig, ist die Einwertung ist echt das A und O. Wenn ich ein Objekt habe, was im Preis sowohl zu hoch als auch zu niedrig ist, ist immer schlecht. In beiden Seiten, auf einer Seite habe ich viel Geld verschenkt, was echt ärgerlich sein könnte oder sogar ist. Auf der anderen Seite, wenn ich zu hohen Preis haben will und ich vermarkte meine Immobilie, weiß nicht, ein halbes Jahr und es passiert nichts und dann senke ich doch den Preis, ja, kann ich es auch direkt machen. Dann kann ich mir diese Zeit sparen. In der Regel möchte ich ja zeitnah verkaufen. In der Regel möchte ich auch nicht, 82 Besichtigungen haben und danach erst festzustellen, dass ich vielleicht dann doch den Preis senken möchte. Das nützt keinem was. Ne? Daher, so gesagt, ganz wichtig ist bei diesem Tipp Nummer 6 unbedingt einen realistischen, optimalen Marktwert und diesen dann durchzusetzen.